Er hat zur Ausstellungseröffnung eines seiner Schmuckstücke mitgebracht. Die schwere Maschine lässt der 72 Jahre alte Comiczeichner dann auch lieber schieben. Die Satelliterschüssel, die hat mehr als einen Liter Hubraum. Das ist mal aus einem Werner-Buch entstanden. Wir sollten mal ein Werner-Buch. Und Werner wollte gerne selber Motorrad fahren und nicht diesen ganzen Plastikmüll. So sah die Comicvorlage aus. Das erste Werner-Buch von 1981 ist natürlich genauso zu sehen wie das zuletzt erschienene Band 2021. Ich bin ein Fossil. Ich bin ja gar nicht mehr angesagt, ne, bei diesen Smartphone-Kiddies da. Wie bunt und vielfältig die junge Comic-Szene bei uns im Land ist, zeigt die neue Ausstellung. Mit dabei das seit 12 Jahren bestehende Kieler Comic-Kollektiv Pure Fruits. Nur wie wird man so berühmt wie Brösel? Ich glaube, man muss nicht nur Comiczeichner sein, sondern auch noch Kfz-Mechaniker. Und dann, denke ich, könnte das klappen. Noch bis zum 28. August kommen Comic-Fans im Landeshaus auf ihre Kosten.